So, wir haben hier den Anfang mit der wundervollen Railgun. Haben wir direkt schön reingehauen, haben noch einen Schuss über und das hat er überlebt. Das hat mich etwas überrascht. In meinen Ansichten war ich eigentlich relativ gut drauf. Das hätte er nicht überleben sollen, aber hey, nicht immer läuft alles so, wie ich es will. Aber wir konnten wenigstens die Flagge erledigen, den Flaggenträger eher gesagt. Hat aber auch nicht gereicht. Meistens verliere ich Spielmodis primär, wo es darum geht, Objective zu spielen. Die meisten Spielmodis, die aber so rein um Kills gehen, da gewinne ich öfters mal. Ah, hier haben wir wieder dieses coole, was auch immer, Granatwerferteil. Ich mag es. Ich finde es okay. Naja, okay ist falsch gesagt, aber ich liebe es. So. Damit schützen wir jetzt... Ich dachte wirklich, das bleibt permanent da. Das wäre dauerhaft. Deswegen dachte ich mir, ich kann mich hier hinkrempen. Aber es piept immer schneller. Piept immer schneller. Und dann weg. Leider. Das wusste ich bis dato nicht. Oder es wurde von einer Granate in die Luft gejagt. Das weiß ich nicht. Kann mir aber vorstellen, dass es auch nach einer Zeit einfach verschwindet. Aber wir hatten leider auch einen AFKler dabei. Das war immer so ein kleines Problem, wenn man so einen hat. Aber die Gegner anscheinend auch einen. Interessant. Es gab eine Zeit lang wirklich viele AFKler, weil man hat trotzdem, obwohl man AFK war, trotzdem Punkte für, ich glaube, Battle Pass oder so bekommen. Season Pass? Ich weiß nicht mehr, was das war. Man hat trotzdem irgendwie die Punkte bekommen. Das heißt also, Leute sind in der Runde geblieben. Und naja. So ist das manchmal halt einfach. Dass die Leute in der Runde waren, AFK waren und das war zu einer sehr langen... Also, das war für eine gewisse Zeit extrem heftig. Weil das haben extrem viele gemacht. Einfach in der Runde sein, AFK sein. Da hattest du manchmal 2 bis 3 Leute, die AFK in der Runde waren. Und manchmal auf beiden Seiten, was natürlich dann etwas fairer ist. Manchmal nur auf einer Seite. Und das war teilweise wirklich hart zum Kotzen dann. Aber dagegen kann man nicht viel machen. Passiert mal und wurde ja gefixt. Ich glaube, man wird jetzt ja gekickt nach einer Weile AFK sein. Nach zu lang AFK sein. Und das gehört sich auch so. Also, uff, das war echt grausam, wo das so war. Vor allem gefühlt hatte immer ich die AFKler bei mir im Team. Nicht die Gegner, ich. Das ist aber auch nur so ein Gefühl, weil ich habe meistens halt eher so die Gegner mit AFKlern, ohne AFKler gesehen und meine Leute mit AFKlern. Okay, der will mich nicht pushen. Ne. Der will mich nicht pushen. Und hier, Schrotflinte. Habe ich endlich rausgefunden, dass das Teil so eine Art Schrotflintenschuss hat. Oh, die Map ist cool. Die Map ist wirklich cool. Die ist nice. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hier ist so eine dieser Maps, wo ich mir so denke, wow, Halo 4 sieht immer noch so gut aus. Das sieht man in Stadtmaps oder so Raumschiffmaps selten. Aber so in diesen ländlichen Gegenden, nennen wir es mal, so diesen Naturgegenden. Wie gut das Spiel einfach aussehen kann, das sieht man vor allem in diesen Maps. Flakgeschütz. Hohoho. Das muss wehgetan haben. Das Flakgeschütz muss tierisch wehgetan haben. Und was ich da getroffen habe, kein blassen Schimmer. Und da habe ich mich selber getroffen. Das muss auch wehgetan haben. Oh, da ist irgendwas da oben reingefahren. Okay, dann hätten wir das Abschlussmassaker. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei mir. Eurem Skill haut rein.